Wir hatten uns bereits vor dem Seminar und Workshop mit Chefarzt Dr. Wilke getroffen und uns erklären lassen, wie das Ganze ablaufen soll. Und vor allem, was sind Hernien? Ist im Prinzip einfach erklärt. Jeder kennt ja Leistenbrüche oder hat das schon mal gehört, ein Leistenbruch. Und das ist eigentlich einer mit der häufigsten Brüche, die man haben kann. Allein in Deutschland werden ca. 300.000 im Jahr operiert. Aber Sie können natürlich Brüche auch noch woanders haben. Da sind die Bauchdeckenbrüche, zum Beispiel nach Operation. Wenn die Bauchdecke reißt, dann haben Sie so eine kleine Vorwölbung, so eine kleine Beule am Bauch. Nabelbrüche kennen auch viele, dass praktisch so der Nabel etwas hervorsteht. Letztendlich kann man überall Brüche kriegen. Jetzt gibt es nun mal Brüche, die sind relativ einfach und unkompliziert zu operieren. Jetzt gibt es aber auch Ecken, da ist es etwas schwieriger. Zum Beispiel, wenn die an der Seite sind, nach vorherigen künstlichen Daumausgängen zum Beispiel, die wieder zurückverlegt worden sind. Das ist immer etwas schwierig zu versorgen und viele kriegen noch von früher gesagt, der ist jetzt da, den kann man nicht beheben, damit muss man leben. Tragen Sie ein enges Shirt und damit wird's gut. Da gibt es jetzt relativ viel neue Verfahren, Methoden, die gibt es so seit vielleicht 2, 3 Jahren, das geht auch immer weiter. Wir bieten dafür eine Art Workshop an, weil wir uns sehr intensiv mit beschäftigen, wo aus dem ganzen Bundesgebiet Kolleginnen, also chirurgische Leiter kommen und an dem Tag hier in Weißenfels sich die Operation mit angucken. Gerade zu Corona-Zeiten war das eine große Herausforderung. Das ist in der Tat schwierig. Die Workshops selber finden ja immer regelmäßig statt. Jetzt haben wir ja nun die Auflage durch die Covid-19-Pandemie und das unter diesen Maßgaben des Robert-Koch-Institutes, das auf sichere Beine zu stellen. Das ist auch jeden Tag bei uns in der Klinik eine Herausforderung. Das macht es aber nur spannender. Wir sind eine, und da bin ich selber ganz stolz drauf, eigentlich eine der ersten Institutionen, die wieder ins normale Leben zurück wollen, die wieder Fortbildung anbieten wollen, einfach weil wir das auch brauchen. Wir Chirurgen brauchen die Fortbildung, um in Techniken auch besser zu werden. Und dabei bin ich gespannt. Das wird sicherlich eine spannende Sache. Das fängt ja beim Sitzabstand an. Das fängt an, dass man die Räume etwas größer fasst. Wir werden OP, finden ja Live-Operationen statt, auch Kreuze auf dem Boden machen, dass die nicht so nah beieinander stehen. All diese Dinge wollen wir beherzigen und bin guter Dinge, dass das ein sehr, sehr guter Workshop wird. Wir waren dann am vergangenen Donnerstag mit vor Ort. Unsere erste Gesprächspartnerin war Bärbel Fischer von der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie, kurz DGAV genannt. Also um es zu sagen, wir sind die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Wir sorgen dafür, dass die Qualität, die wir in Deutschland haben, die sehr hoch ist, auch so bleibt und sich stetig weiterentwickeln. Das heißt Fortbildung, Weiterbildung, Qualitätssicherung für die Ärzte. Und dieses Wissen beziehen Sie aus Workshops. Wir haben weit über 100 Workshops in 2020 geplant. Davon sind an 40, glaube ich, durch Corona abgesagt worden. Und das ist unser erster Workshop mit Corona. Und wir freuen uns, das ist ein ganz besonderer Workshop, dass es endlich wieder in die richtige Richtung geht, unter bestimmten Voraussetzungen, dass sie eingehalten werden müssen. Das ist selbstverständlich. Das kriegt der Herr Dr. Wilke hier sehr gut hin. Und Bildung darf nicht auf der Strecke bleiben. Das ist eigentlich ein Zeichen, was wir damit setzen wollen. Wie wichtig ist so ein Workshop? Gerade hier, Hernie, es gibt so viele verschiedene Operationsmöglichkeiten, werden heute ein Teil davon gezeigt und das nehmen die Teilnehmer mit in ihren Kliniken. Die Teilnehmer kamen aus dem gesamten Bundesgebiet. Ein großes Lob und Anerkennung für sein Engagement gebührt hier dem Chefarzt Dr. Wilke. Der Dr. Wilke ist sehr eingebunden in die DGAV. Unter anderem ist er natürlich hier wissenschaftlicher Leiter. Was die Bevölkerung gar nicht weiß, ist, wie viel Zeit die Ärzte investieren, gerade auch in ihrer Freizeit, um sowas auf die Beine zu stellen. Das ist ein enormer Druck und eine enorme Verantwortung, die an den Tag gelegt wird. Er ist unter anderem hier wissenschaftlicher Leiter. Er ist für die DGAV Auditor. Das heißt, er fährt in andere Kliniken und guckt, ob die Vorgaben für die Zertifizierung eingehalten sind oder werden, schreibt darüber seine Berichte und das wissen wir zu schätzen. Herr Dr. Wilke, wir hatten uns schon unterhalten im Vorfeld. Heute ist der Tag und der Workshop
läuft. Wir schauen dann auch mal in OP rein. Wie läuft das Ganze jetzt ab? Also wir haben ja gestern begonnen. Anfangs hatten wir ja darüber gesprochen. Ich freue mich immer noch drüber. Wir haben die Zeit jetzt auch insofern genutzt, dass wir ein eigenes Sicherheitskonzept erstellt haben mit den Richtlinien, wie sie das Robert-Koch-Institut vorgeben. Dementsprechend hatten wir gestern unseren Workshop so begonnen. Mit den 1,5 Meter Sicherheitsabstand und Eintrag in einer Liste und Händedesinfektion. Letztendlich war es so, wie man es gewohnt war. Also wir hatten einen schönen Abend gehabt. Heute der Workshop im OP. Wir hatten uns um 8 Uhr getroffen und die erste OP schon hinter uns gebracht. Und die zweite läuft gleich, wo wir gleich mal reingucken. Und welche OP sollte uns jetzt erwarten? Also das Thema sind ja Bauchwandbrüche. Weil in der modernen Chirurgie hat sich etwas an den OP-Techniken getan. Hin zu einer modernen Rekonstruktion, weg von großen Schnitten und langen Krankenhausaufenthalten. Und dementsprechend haben wir unseren Workshop halt auch so gestalten, wo deutschlandweit Chefärzte uns besuchen. Wir haben als erste Operation eine laparoskopische, also eine Schlüssellochchirurgie durchgeführte Operation gezeigt. Wir hatten gesagt, die dauert 1 Stunde und gedauert hat es 1 Stunde 2 Minuten. Also sind wir gut in der Zeit gewesen. Und jetzt kommt etwas Aufwendigeres. Jetzt kommt ein großer Bauchwandbruch, der von einem Gastoperateur, den Dr. Barschleben aus Leipzig, operiert wird, wo wir gleich reingehen und uns das angucken. Trotz Corona darf Bildung nicht auf der Strecke bleiben, so die Worte von Bärbel Fischer. Im Weißenfelser Asklepios Krankenhaus hat man jetzt dafür hier ein Zeichen gesetzt.